Okay. Alpha aber zuhörlos. Folgendes. Unser Pilot steigt als letztes aus. Mhm. Wenn wir, da wir nur zu dritt sind, wird der Pilot als letztes aussteigen. Ich sichere vorne ab, Andy sichert nach hinten ab, ja? Okay. Es ist wichtig, beim Ein- und Aussteigen, wir sortieren uns mal 1, 2, 3. Pilot ist 3, ich bin 1, Andy ist 2. Hat aber Folgendes im Hintergrund, dass du sagen kannst, 1 raus, 2 raus, 3 raus. Okay. Selbst ist auch beim Einsteigen. Dass wir das koordinieren können. HQ von Bravocom. HQ hört. Haben einen Hemd gespottet auf der Hauptstraße in der Höhe vom Diamantenhändler. HQ verstanden. Versuchen das Fahrzeug anzuhalten. Das ist auch verstanden. Bremse ab. Direkt auf dem Mondfeld keine Aktivität. Da wird der Emmet sein, um den sich die Kollegen schon kümmern. Kann der Führer auch nicht sehen unter uns? Ja, da ist der Emmet, um den sich die Kollegen kümmern. Da ist ein orangener Punkt. An sich Kontakt. Sichtkontakt direkt unter uns auf der Hauptstraße bei 200, bei 140 Grad ungefähr. Praktisch Pilotenseite im Moment. Direkt unter uns auf der kleinen Straße, direkt unter uns bei, ich seh's. Bei 60 Grad fährt jetzt gerade. Soll ich ihn mit der Sirene warnen? Ich mache eine Warnung raus. Okay. Okay, hier runter. Es herrscht ein allgemeiner Tatverdacht. Andrew sichert ab, ich spreche mit ihm und James bleibt zum Heli. Ja, schon. Okay, zwei raus. Eins raus. Drei raus. Okay, ich schalte den Motor ab. Sie können mich gerne tun, auch von LKW das gerne. Vielen Dank für die Kooperation. Ich werde die Eimer festen und ich suche bevor Sie durchführen können. Okay. Na, klasse, auch noch liegen. Zu erwarten haben sie nichts Illegales gelagert, weder im Kofferraum noch bei sich selbst. Na, danke Ihnen für Ihre Kooperation und wünsche Ihnen noch eine schöne Weiterfahrt. Wiedersehen. Wiedersehen. Eine schöne Schicht noch. Kommen. HQ hört. Wir unterstützen kommen. Ja, HQ so verstanden. Ui! Wenn du sterben? Nee. Dann hör das so aus. Weil das eine perfekte Landung war.
Halt raus. Zwei raus. Drei raus. Bravo, hier Alpha, komm. Bravo, hört. Habt ihr irgendwas gesichtet? Komm. Ne, bis jetzt haben wir nur den Hammett gefunden, keinen Fahrer dazu. Bis jetzt sind wir noch auf der Suche, komm. Name des Fahrers? Wiederholen bitte. Den Namen des Fahrers, komm. Hammett wird noch durchsucht, kommen. Verstanden, Ende. Okay, pass auf hin. Bin ich bei euch drin oder bin ich bei falschen drin? Du bist beim falschen drin, glaube ich. Ja. Sehe ich gerade. Also rücken wir ab? Ich denke mal schon, wenn es hier nicht weiter ist, dann wir abrücken, weil wir können nicht ewig campen. Okay, drei ist im Heli. HQ von Alpha kommen. Bravo für HQ. HQ für Alpha. Rückenzweck Zeitüberschreitung abkommen. Ja, HQ verstanden. Bravo von HQ kommen. Bravo hört. Bravo hat den Hammett durchsucht, es hat mehrere Unterlagen von einem Christian Gier gefunden, ein Marcel Appelles. Vermutlich Besitzer des Fahrzeuges. Ja, cool, so verstanden. Insofern der Fahrer jetzt nicht zu sehen ist, dann bitte auch aufgrund Zeitüberschreitungen abrücken. Ach, ich kenne sie doch irgendwoher. Nee, wird gar nicht sein. Igor Dolmitsch, ich habe vorhin noch mit ihm gesprochen, mit der Straßensperre, erinnern Sie sich? Diesmal kommen Sie aber nicht so leicht davon. Nein, das ist war nicht ich, das war mein Bruder. Nee, nee, am Arsch, los, führt ihn ab. Meine Herren, ich bin verletzt, ich bräuchte medizinische Hilfe. Da wo du hingehst, kriegst du gar nicht. Warum so gemein genug? Wird schwer mit einem Anwalt, wenn Sie der Anwalt sind. Da. Leider. Aber vielleicht können Sie ja... ja, geschickt gut einsetzen und vielleicht ja... in Ihrer Verteidigung einsetzen. In Ihrer Verteidigung. Ich werde mein Bestes. Vegas, Sandy, haltet bitte beide bei dem Eingang zum Polizeipräsidium die Augen offen. Nicht, dass sie noch irgendeine Rettungsaktion planen. Jawohl. Ja, machen wir. Passen auf. So, Nachbesprechung. Yay! Jo! Ja, es sah auf jeden Fall richtig geil aus, der Einsatz.
Der lief, der ist gut gelaufen. Ich hab sie verloren, weil ich gestorben bin. Hallo! Hallo! War jetzt mal wieder super mit euch. Igor nichts böse. Was? Igor nichts böse. Meine Frau sitzt hier und hat sich kaputt gelacht. Nein. Nichts gut.